Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Bizeps. Und zwar, wie ihr einen größeren und breiteren Bizeps bekommt. Und zwar aus allen Perspektiven. Das heißt, von hier und auch von hier. Viele machen da einige Dinge falsch. Und heute möchte ich da ein bisschen was zu erklären. Und zwar, das Erste, was wir wissen müssen, ist, dass der Bizeps aus mehreren Teilen besteht. Der Bizeps heißt ja nicht umsonst Bizeps, sondern er heißt Bizeps, weil er zwei verschiedene Köpfe hat. Und das bedeutet, wir brauchen auch verschiedene Übungen, um den Bizeps aus allen Seiten zu trainieren. Da haben wir einmal die ganz normalen Curls, die wir immer machen. Das heißt, ihr bewegt den Arm von unten nach oben mit einer Rotation. Und wenn ihr das Ganze hier mal so betrachtet, dann habt ihr, wenn ihr den Arm dreht, bewegt es sich hier hin und her, der Kopf. Und genau damit müssen wir arbeiten. Wir müssen mit der Supination arbeiten, das heißt die Rotation hier von der Hand. Und die Übung, die ich als erstes mache, immer sind ganz normale Bizeps Curls mit der Kurzhantel. Ich mache das Ganze immer im Sitzen, damit, ganz einfach, damit ihr nicht schummeln könnt. Ja? Ihr seht es oft im Gym, die Leute ziehen von unten nach oben mit den Kurzhanteln und verreißen komplett die Übung, trainieren dabei viel zu viel mit Schwung und vor allem auch die vordere Schulter. Um das zu vermeiden, müsst ihr darauf achten, dass ihr, wenn ihr steht, die Schulter nach hinten nehmt bei den Bizeps Curls und von hier aus arbeitet. Das ist sehr, sehr wichtig. Also Übung Nummer 1, ihr macht ganz normale Bizeps Curls im Sitzen mit Kurzhanteln. Dieses Video ist nur mit Kurzhanteln, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht ein paar von euch auch Kurzhanteln zu Hause haben und dann könnt ihr überall trainieren. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt ein Fitnessstudio haben, sondern könnt zu Hause den Bizeps trainieren. Weil den Bizeps mit funktionalen Übungen zu trainieren, ist nicht ganz so einfach. Deswegen, wer ein paar Kurzhanteln zu Hause hat, kann da super effektiv mit trainieren. Heißt, Übung 1, ihr macht ganz normale Bizeps Curls, jede Hand eine Kurzhantel im Sitzen und rotiert nach oben. Achtet dabei drauf, dass wenn ihr nach oben zieht, eine leichte Drehung nach außen habt. Das heißt, ihr habt am Anfang die Hand so und dreht dann, wenn ihr hochkommt, erst nach außen. Dadurch habt ihr perfekt hier den inneren Kopf getroffen und kriegt dann hier eine schöne Rundung im Bizeps. Das ist meine erste Übung. Übung Nummer 2, die ihr unbedingt machen solltet, sind die Hammer Curls. Und damit trainiert ihr eher den langen Kopf vom Bizeps und den Brachialis. Der Brachialis sitzt praktisch hier in der Mitte vom Bizeps und sorgt dafür, dass euer Arm ein bisschen dicker aussieht. Ja? Das heißt, ihr habt praktisch keinen dickeren Bizeps in dem Sinne, sondern das Ganze sieht einfach ein bisschen praller aus. Wenn ihr sehr definiert seid, dann sieht man das Ganze hier auch bei mir, aber jetzt momentan Aufbauphase sieht man das Ganze nicht so gut. Aber wenn ihr in der Diät seid, kann man den sehr, sehr gut sehen. Aber auch wenn ihr keine Diät habt, sorgt er dafür, dass euer Bizeps vor allem von dieser hinteren Ansicht hier viel, viel dicker aussieht. Deswegen ist es sehr wichtig, den auch zu trainieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze zu trainieren. Der einfachste Weg sind die Hammer Curls. Da habt ihr einmal den langen Kopf. Das heißt, ihr zieht von unten nach oben ganz normale Curls. Dann die zweite Variante, finde ich persönlich ein bisschen besser, sind die Konzentrations-Hammer Curls. Das heißt, ihr setzt euch hin auf die Bank, der Arm kommt an euer Knie und ihr zieht zur Körpermitte immer hin. Das Ganze könnt ihr auch im Stehen machen, wenn ihr ganz normal steht, nach zur Körpermitte ziehen und dabei habt ihr dann eine bessere Kontraktion von dem Brachialis. Beide Köpfe müssen unbedingt trainiert werden, damit ihr einen schönen Bizeps habt und der Bizeps vor allem auch breiter wirkt und auch höher wird. Ja? Wenn ihr immer nur ganz normale Curls habt, dann habt ihr zwar einen schönen kleinen Ball hier, aber der sieht nicht wirklich groß aus und wirkt nicht so brachial. Deswegen ganz normale Curls, Hammer Curls und den Brachialis nicht vergessen. Mit einer Langhantel kann man auch den Brachialis sehr gut trainieren, wenn ihr im Obergriff greift. Allerdings sind wir hier beim Thema Kurzhanteln, deswegen, ihr könnt es auch mit Kurzhantel im Obergriff trainieren, ist aber ein bisschen schwerer, das Ganze zu treffen. Ich finde da Hammer Curls zum Einstieg definitiv besser. Ich integriere alle drei Übungen immer in mein Workout, das heißt, ich starte mit ganz normalen Curls,
jeden Arm einzeln. Ihr könnt auch beide Hände gleichzeitig nehmen. Wenn ihr jeden Arm einzeln habt, hat der eine Arm natürlich ein bisschen Pause. Dann starte ich mit Hammer Curls. Ich nehme immer die Übung, in der ich schwächer bin als erstes. Und das sind die normalen Curls. Bei den Hammer Curls bin ich viel stärker. Und im Anschluss vielleicht noch was im Obergriff oder speziell dann Konzentrationscurls, um den Brachialis besser zu treffen. Einen kleinen Trick habe ich noch bei den Hammer Curls. Und zwar neigt man dazu, sehr, sehr stark zu greifen und den Unterarm mit zu trainieren. Das können wir ein bisschen umgehen, indem wir ohne Daumen greifen. Das heißt, wir lassen den Daumen einfach weg. Ihr greift die Hantel ganz normal erst, legt dann den Daumen auf die andere Seite und macht dann die Curls ohne den Daumen. Dadurch trefft ihr ein bisschen besser den Bizeps und könnt euch mehr auf den Bizeps konzentrieren, weil ihr nicht so sehr Griffkraft trainiert und der Unterarm sich nicht so stark anspannt und ihr mehr Spannung und Pump irgendwann im Unterarm habt, aber dabei der Bizeps praktisch außer Acht gelassen wird. Das sind meine drei kleinen Tipps für den Bizeps, um ihn ein bisschen größer wirken zu lassen, um ihn ordentlich zu trainieren. Achtet besonders gut immer auf die Ausführung. Schultern nach hinten, Ellbogen bleiben eng am Körper und konzentriert euch wirklich darauf, die Bizeps-Curls ordentlich zu machen. Lasst das Ego beiseite und versucht den Muskel ordentlich zu treffen. Es geht nicht darum, wie viel Gewicht ihr da nach oben schmeißen könnt, sondern wirklich darum, dass ihr ordentlich eure Muskeln trainiert und nicht mit Schwung nach oben werft und so weiter und im Stand. Macht es ohne euer Ego, setzt euch auf die Bank, macht die Übung ordentlich, dann habt ihr auch viel, viel mehr davon und vor allem länger was davon. Ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin, viel Spaß beim Bizeps-Trainieren.